Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Wir freuen uns sehr, wenn wir immer wieder Resonanzen bekommen. Und aus Frankreich schreibt uns jemand Folgendes. Ich möchte einfach Danke sagen. Möge Gott euch reichlich segnen für Hoffnung um 12. Ich freue mich täglich auf die Sendung. Und das freut uns natürlich auch sehr, wenn wir euch ermutigen können, dich ermutigen können, mit unserer Sendung. Und wir freuen uns auch, wenn du uns eine Resonanz dazu schreibst. Hoffnung um 12 und die Frage heute, kannst du sagen, mir geht's gut? Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. Wir beten für jedes Anliegen. Mir geht's gut? Du sagst, nee. Mir geht's nicht gut. Vielleicht geht's dir gut, aber mir geht's nicht gut. Wirklich? Was setzt du für Maßstäbe? Mir geht's gut, nur wenn dein Konto voll ist, nur wenn du total gesund bist, wenn deine Kinder alles richtig machen, wenn dein Ehepartner richtig gut drauf ist, dann geht's dir gut. Ich sag dir, setze die Maßstäbe anders. Dir geht's wirklich gut. Du sagst, nein, du weißt nicht, dass ich krank bin. Gott hat so viel für dich getan. Wir sind ja öfters mal in Indien und wenn man deinen Vergleich zieht, die Leute wirklich auf der Müllkippe, die wirklich nichts haben und irgendwo Tüten sammeln, um ein paar Cent zu haben, da würdest du bestimmt sagen, oh, geht's mir gut, trotz alledem. Und ich sage dir, Gott möchte, dass es dir gut geht. Er möchte dich heilen. Er möchte dich aus deiner Einsamkeit rausführen. Er möchte dich aus deinem Schlamm rausziehen. Selbstverständlich. Aber begreife, dass es dir wirklich gut geht mit dem lebendigen Gott. Da hast du auch wirklich Hoffnung. Ich möchte dir einen kleinen Clip zeigen. Unser Engel hat eine Brezel bekommen. Und dann schau mal rein. Jetzt nochmal die Frage, geht's dir wirklich gut? Er war nur zufrieden mit einer Brezel. Wie viel brauchst du, dass es dir wirklich gut geht? Danke, Herr, dass du jeden jetzt kennst, Herr, der zweifelt, dass es ihm gut geht. Ich danke dir dafür, Herr, auch dort, wo es zwickt, wo es klemmt, wo es krank ist, wo es schwierig ist, Herr, dass du der Eingreifende bist. Aber lass uns dankbar sein für alles, wo es uns so richtig gut geht. Danke, Herr. Amen. Amen. Viele Menschen wissen nicht, wie es weitergeht. Und ein Gebetsanliegen auf Facebook dazu ist, bitte bete für uns, dass Gott uns leitet und uns zeigt, wohin es geht. Ja, Jesus, wir danken dir, dass du jedem jetzt zeigst, wohin es geht, dass du einen Weg hast, einen Plan hast für jeden Einzelnen und Menschen, die jetzt nicht weiter wissen, dass du denen einfach begegnest, dass du ihnen einen Wegweiser gibst, irgendwie, dass sie wissen, dass es weitergeht, dass du für sie sorgst, dass du ihnen nahe bist, egal in was für einer Situation sie stecken. Ob es finanziell ist, ob es beruflich ist, familiär, egal was es ist, aber du hast einen Plan und es geht weiter. Mit dir geht es immer weiter und ich danke dir, Jesus, dass du mit jedem Einzelnen bist und dass du einen Weg hast für jeden Einzelnen und ihn auch zeigst. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und auf WhatsApp hat jemand folgendes Gebetsanliegen. Hallo Frau und Herr Müller und Gebetsteam. Gestern hatte ich um Gebetsunterstützung gebeten. Meine Tochter musste nach einer Darmspiegelung im Krankenhaus bleiben. Es wurde eine neuerliche Verengung im Darm geweitet. Heute durfte sie wieder nach Hause, da es keine Nachblutungen etc. gab. Vielen herzlichen Dank für die Gebete um weitere Heilung von Morbus Crohn. Das ist eine chronische Darmentzündung. Und Jesus, ich danke dir, dass du da, wo du schon begonnen hast, bei ihr zu heilen, es auch vollständig tust. Danke, Jesus, dass diese Morbus Crohn auch entmachtet ist und dass diese Krankheit auch ans Kreuz getragen wurde
Und ich danke dir, Jesus, dass du sie frei machst von dieser Krankheit. Danke und auch all die anderen, die unter dieser Krankheit leiden, die uns zuschauen oder zuhören. Danke, dass du eingreifst und dass diese Krankheit kein Anrecht mehr hat und dass Heilung fließt in jeden Körper, der behaftet ist mit dieser Krankheit. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und schick uns einfach weiterhin deine Anliegen, schreib uns oder ruf jetzt an, die Infos sind eingeblendet. Zwei weitere Gebetsanliegen per E-Mail erreichten uns. Seit Karfreitagvormittag habe ich einen Dauerschmerz im rechten Unterarm, der auch durch ärztliche Hilfe nicht beseitigt wurde. Bitte betet für mich um Heilung. Herzlichen Dank. Ja, Herr, danke. Herr, dass jetzt auch dieser Schmerz verschwindet, der von Karfreitag her ist. Und danke, Herr, dass du an Karfreitag ans Kreuz gegangen bist. Herr, danke, Herr, vor vielen Jahren. Und Herr, dass du Schmerzen besiegt hast. Und Herr, wir befehlen diesem Schmerz, dass er weicht in deinem Namen, Jesu. Und dass alles, alles richtig gut ist. Amen. Ein weiteres Gebetsanliegen. Hallo zusammen, ich habe Schmerzen in den Hüftgelenken, da sich der Spalt vom Gelenkkopf zur Gelenkpfanne verkleinert hat und so die Knochen aufeinander reiben. Außerdem habe ich Schmerzen in meiner rechten Leiste und meinem rechten Ellenbogen, ein Golfarm. Bitte betet für mich um Heilung, denn ich weiß, für Gott ist nichts unmöglich und Jesus hat auch meine Schmerzen getragen. Danke. Ja, eine ganze Menge in einem Menschen. Und da wollen wir jetzt dafür beten. Danke, Herr. Herr, du kennst jetzt die ganze Leiden, Herr. Herr, Hüfte, Arm und was da alles ist. Und ich danke dir, Herr, dass wir, Herr, in deinem wunderbaren Namen Jesu wieder die Schöpfungsnormalität in diesen Körper hineinrufen dürfen. Herr, dass alles wieder seinen Platz einnimmt, dass alles die Größe passt, denn alles passt, wie es zusammengehört. Ich danke dir dafür, Herr, dass du es schenkst. Danke, Herr. Amen. Amen. Und heute haben wir auch wieder Zeugnisse von Menschen, die Gott erlebt haben. Da schreibt uns jemand, hallo ihr Lieben, ganz herzlichen Dank für eure Gebete für meinen Vater. Die Nierenwerte sind besser geworden und Dialyse ist nicht notwendig. Gott ist so gut. Ein Befund vom Radiologen steht noch aus und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr auch dafür beten könntet. Das wollen wir jetzt noch tun. Jesus, ich danke dir, okay, dass du auch da mittendrin bist und dass auch dieser Befund vom Radiologen gut ist und dass da nichts zu beanstanden ist. Und wir freuen uns, Jesus, dass du schon begonnen hast, da zu heilen. Und wir danken dir, dass du das auch zu Ende bringst. Danke für deine Heilungskraft und danke, was du an diesem Mann tust. Amen. Und eine dankbare Frau schreibt uns über WhatsApp. Im Dezember 2019 wurde Krebs bei mir festgestellt. In großer Not war ich bei ihnen im Missionswerk zum Gottesdienst. Anschließend beteten sie für mich, wie auch meine Freunde. Im Januar 2020 war dann eine Totaloperation. Das erste Wunder geschah. Der Schnellschnitt während der OP ergab, dass die Lymphdrüsen nicht befallen waren bzw. nicht entfernt werden mussten. Das zweite große Wunder erfuhr ich dann Ende Januar. Es ist keine Nachbehandlung erforderlich. Auch bei der Nachuntersuchung jetzt im April war alles gut. Wir haben einen Gott, der heute noch Wunder tut. Ich bin Jesus herzlich dankbar für seine Heilung. Wir haben einen Gott, der heute noch Wunder tut. Glaubst du das? Hast du vielleicht auch so etwas erlebt? Lass es uns wissen auf WhatsApp, schreib uns einen Text oder schick uns über WhatsApp ein kleines Video, in dem du das erklärst. Heute der Tipp des Tages. Ich habe gesagt, mir geht's gut. Und überlege dir mal drei Dinge, wo es dir richtig gut geht. Und du sagst vielleicht immer noch, mir geht's nirgends gut. Dir geht's bestimmt in manchen Bereichen gut. Du hast Dinge, wo du gar nicht mehr dankbar bist, wo du gar nicht mehr registrierst, dass es dir in diesen Bereichen gut geht.
lass dir es mal richtig wieder ins Bewusstsein kommen. Drei Dinge, nimm dir ein bisschen Zeit und sei dankbar. Danke Gott dafür, was er schon bei dir getan hat. Und wir beten gerne für dich, wenn du uns dein Anliegen schickst. Und auch jetzt per Telefon bis 13 Uhr. Ja, möchtest du auch von uns dein persönliches Mail? Hier siehst du den Link. Rufe einfach den Link auf und kreuze das an, was du gerne von uns haben möchtest. Natürlich völlig kostenlos. Und stöbere auch einmal in unserem E-Shop herum. Das sind zum Beispiel die Heilungstage zum Runterladen und noch viele, viele wertvolle andere Dinge. Stöbere einfach mal durch in unserem E-Shop. Und wir wünschen dir noch einen gesegneten Tag und freuen uns, wenn du wieder bei uns bist. Tschüss! Ja, wenn es wieder heißt, Hoffnung um 12, der Herr segne dich.